Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Autoschmuggler-Simulator. Ja, meine Damen und Herren, die Demo wurde nochmal kräftig überarbeitet und das bedeutet, wir müssen jetzt mal wieder ein paar Autos hier ein bisschen checken. Ja, kommen Sie vor, kommen Sie ran. Ja Leute, worum geht's in dem Spiel? Es ist im Grunde genommen Papers, Please, bloß dass man die Autos auch checken muss. Aber warte mal, wie heißen die Leute? Vehicle, Weißer Zavid. Oh, das könnte hier der erste Verdächtige sein. Ja, kommen Sie, steigen Sie mal aus. Steigen Sie raus aus dem Auto. Okay, genau, jetzt muss ich hier mein Messer oder so holen, damit ich hier ein bisschen gucken kann. Ja, gucken Sie mich nicht so an. So, was haben Sie hier drin? Aha, was ist das denn? Zigaretten? Und was haben wir hier drüben? Aha, Alkohol. Ei. Alles konfisziert, Mister. Was haben Sie noch alles hier drin? Oh, oh. Was ist das denn? Waffen. Oh, Junge, du wirst sowas von festgenommen. Was hast du hier hinten noch irgendwas? Hä? Nee? In den Reifen? Ja? Nee. Ich habe aber nur den Reifen kaputt geschlagen. Hier vorne? Das sieht alles gut aus. So, Mister. Arrest! Zack. Ja, ja, du kommst jetzt schön ins Gefängnis. Ah, Siegerschluck. Das ist sehr gut. Ah ja, guck mal, die Leute sitzen jetzt auf jeden Fall schon nicht mehr so... Okay, was haben wir für den? Oh, $273 haben wir für den bekommen. Dann müssen wir jetzt hier wieder Sachen ins Warehouse packen. Zack, 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 zack. So, alles hier einsortiert. Ei. Ach so, ja, Kollege, du musst das Auto hier mal wegräumen. Aber man merkt, sie haben alles so ein bisschen verändert. Aber es ist geiler geworden. So Kleinigkeiten. Nächster, bitte. Kommen Sie einmal vorgefahren hier. Einmal gucken. Ja. Hier kann man übrigens, das habe ich auch noch gar nicht richtig gesehen, das Gewicht der Autos. Guck mal hier. Da siehst du 1290. Okay. Was ist das denn für ein Auto, Alter? Aber schicker Cowboy-Hut. So, kommen Sie mal raus aus dem Auto. So, warte mal. Haben wir hier, wir haben noch ein Thule. Okay, der Driver's Name Thule. Mal gucken. Kommen Sie mal her hier. Zeigen Sie mir mal Ihre Dokumente. Heißen Sie zufälligerweise Thule? Nee, Dolet Oztork. Ja, das ist alles in Ordnung hier scheinbar. Ich gucke aber trotzdem nochmal nach. Ah nee, ich darf das glaube ich nicht, wenn kein Grund besteht. Ich gucke jetzt trotzdem mal hier unter die Motorhaube. Ja, ich glaube das ist alles in Ordnung. Leute, habt ihr irgendwas erkannt? Ich habe aber auch ein bisschen Zeitdruck. Komm, du darfst. Hopp. Ja, ja, ich bedanke mich auch. Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, Sir. Sir, Ihre Motorhaube. Da ist da noch was. Ja, ich hab's doch richtig gemacht. Let's go. Ui, den Wagen kennen wir schon. So einen haben wir schon mal gesehen. Die fand ich, sahen irgendwie ganz sportlich aus. Moin. Ja, ja. Steigen Sie mal. Step out of the vehicle. Kommen Sie mal. Zeigen Sie mal Ihre Dokumente. Sevin, ja. Da ist der Match. Ja, Vehicle Type. Der Azar. 950 Kilo Trade. 11. November 81. Das sieht alles in Ordnung aus. Ich guck bei Ihnen noch mal kurz ein bisschen rein, da wo man reingucken kann. Hier vorne. Ja, aber es sieht alles gut aus. Gehen Sie mal wieder rein ins Auto, denn Sie dürfen. auch bei ihm einfach. Scheiß drauf. Ihm ist alles egal. Let's go. Ja. Ah, Driver should be... Was war falsch, Leute? Was war falsch? Oh, der sieht gefährlich aus. Ei. Was? Hello, finish control quickly. Warte mal ab, du gehst jetzt hier erstmal raus aus dem Auto. Zeigen Sie mal Ihre Dokumente. Ja, ja, das ist wirklich necessary. Oh, hier ist Mismatch. Oh, ei. Das sieht nicht gut aus für Sie. Ah, was haben wir hier drin? Ja, hier sehe ich noch nichts. Wir gucken jetzt erstmal bei Ihnen, Sir. Was haben Sie hier drin? Oh. Wieso unjustified vehicle damage? Den gleichen Fehler habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht. Nee, du darfst hier ja nicht rein. So, ich muss jetzt ankreuzen. Der Name ist falsch, deswegen darfst du nicht rein. So. Was? Der will Rache. Ja, gut, nur weil ich da dein Auto ein bisschen zerschreddert habe. So, nächster. So, du hast doch da schon Platten. Das hätte ich auch noch markieren können. So kommst du nämlich nicht hier bei mir rein. Du hast hier auch ein kaputtes Fenster. Step out of the vehicle. Ah, guck mal, da haben wir es richtig gemacht. So, hallo. Zeig mir mal deine Dokumente. Oh, Thule. Oh, Mister. Das sieht aber gar nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hier, da. Driver name Thule. Ah, da, Kontraband, Hide Location, die Tires. Lassen Sie mich da mal reingucken. Aha.
Alkohol, Mister. Ah, du willst mich bestechen. Ich bin nicht käuflich. Ich nehme dein Geld nicht. Es sei denn, du kaufst natürlich. Haha, Donnerwetter Mount Schmemmerist, wow. Und die Donnerwetterbox, die bald rauskommt? Am 20.02.? Da würde ich natürlich nicht nein sagen. Nein, ich bin nicht bestechlich. Gehen Sie weg. Was haben Sie hier noch drin? Waffen! Ei, 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 ei. Ah ja, was haben Sie hier drüben noch? Nee, 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 nee. Du erzählst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Nochmal Alkohol. Das gibt... Ach, guck mal hier. Hier habe ich ja noch die anderen Sachen. So, was hast du hier noch? Hä? Wo ist hier noch was drin? Was du das? Nee, ich darf hier alles auseinandernehmen. Jetzt darf ich. Komm. Zack, hier ist nichts drin. So, hier noch was. Nee, Glovebox. Sieht alles gut aus, Kollege. Da hast du aber Glück gehabt. Aber du weißt ganz genau, was das bedeutet, ne? Dass ich nochmal gegen dein Auto hau. Oh. Warte, kann ich jetzt einmal? Junge. Bam. Und ich krieg dafür keine Strafe. Zack. Ist das geil. Schmuggel lohnt sich nicht, Leute. Hört auf mit so einem Kram. Nee, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich muss jetzt hier untersuchen, ob hier alles in Ordnung ist. Ob du nicht hier an der Seite nochmal was drin hast. So. Sieht aber alles wohl gut aus. Du bist jetzt verhaftet. Komm her. Hey. Hallo. So, komm her hier. Ja, ja, deine Rache. Pff, ich spucke auf deine Rache. Ich bin nämlich das Gesetz. So, weg mit euch. Muss hier was einräumen. So, kann ich das jetzt hier einfach inspect? Genau, und dann packe ich die ganzen Sachen, zack. Haben wir wieder gute Ausbeute. Ganz ehrlich, mit $300 oder so will er uns bestechen. Nee, 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 nee. Nicht mit uns. So, fahr das Auto weg. Einmal clear inspection zone. Ah, das war wieder ein anstrengender Arbeitstag. Aber ich habe es ganz gut gemacht. Das war gar nicht so schlecht. Ah, oh, jetzt schlafen. Daily Summary. Oh, oh, incorrect check. Ja, dafür Maintenance? What? Ach so, um hier alles am Laufen zu halten. Kostet das 300? Was? Das ist ja eine Abzocke. 300? Ich gehe pleite. So, ich bin hier mit meinem Eispickel. Ich muss die Insassen wegfahren. Das ist auch komplett neu. So, das ist, weißt du, der anstrengende Tag eines Grenzschützers. So, raus hier, komm. Transfer to Police Car. Transfer to Police Car. Okay, scheinbar sind die auch, können die gut sich teleportieren. Ah ja, jetzt müssen wir irgendwas im Coverraum untersuchen oder was? Was ist hier hinten? Ach so, check Storage, inspect. Oh, ich habe hier so eine Axt. Die nehme ich mit. Fahren wir los? Nee. Oder muss ich... Ach so, das ist die ganze Schmuggelware. Die muss auch noch abgeliefert werden. Ah, weil ja klar, ist ja Beweismittel. So, ja, ja, einmal hier. Alles bei mir rein. Wie ich auch die ganze Zeit mit meinem Messer rumlaufe. So, ich bin bereit, ich bin da. Ich schmeiß hinten rein. Zack, zack. Sehr gut. So, dicht das Ding. Dann rein ins Auto. Wir sind hier, dann hier runter und dann zum Labor Camp. Okay, Start Engine. Zack. Jawoll. Das war wunderbar. Aber ich warte hier im Map. Ah, hier runter. Ja, wunderbar. Oh Gott. Oh, Alter, der kam aus dem Nix. Boah, nicht, dass wir gleich irgendwie überfallen werden oder so, ne? Irgendwas passiert auch hier. Oh, oh. Ich wusste es doch, das ist eine Falle. Ach so. Ah, dafür habe ich die Axt. So, klatsche ich um. Bam, bam. Weißt du, ganz ehrlich, so ein blöder Baum juckt mich nicht. Zack, rein. Ich dachte echt, das wäre jetzt irgendwie eine Falle. So, wie weit müssen wir noch? Ah ja, sind gleich da. So, wir sind da. Perfekt. And give order to transport all prisoners. Ah ja, okay. Kein Problem. Moin, Jungs. Da. Ja. Ab ins Lager. Also, ich weiß zwar nicht, ob das alles so astrein ist. Ah, warte mal, wie fahre ich denn jetzt? Ah, ich muss hier wieder drehen. So, jetzt hier rechts. Vorsicht. Hör, hier ist gesperrt. Restricted in Demo. Ja, aber das war doch... wahrscheinlich kann ich da vorne beim Junkyard links. So, hier ist der Schrottplatz. Kann ich jetzt hier mal... Ja, hier gibt es eine Abkürzung. So, ab in den nächsten Edeka. Ja, moin, Leute. Oh, wartet. Zack. So, einmal raus. Sieht aus, als würde ich den Laden jetzt überfallen. Moin. Ja, ja, was hast du denn so zu verkaufen? Ein Skalpell? Eine Spitzhacke? Ja, und was soll ich kaufen? Dann kaufe ich halt eine Spitzhacke. So, ein Skalpell. Ach so. Ah ja, jetzt habe ich alles. Ja, ich weiß Bescheid. Danke.
einmal zur Polizeistation. Frage ist, kann ich jetzt hier gleich wieder abkürzen? Oh ja, sieht gut aus. Ja, da ist doch schon die Polizeistation. Moin Leute, ich habe ein bisschen Diebesgut hier. Hier, zack. Ah, da gibt es auch den Knopf, alles auf einmal rüber zu packen. Ja, moin. So, hier, ich habe das hier alles. Perfekt. Oh, da gab es noch mal extra, da gab es Kohle für. Alter, wie viel? Oh, als ob, ich habe eine Sirene. Oh Gott, das war der falsche Knopf. So, dann einmal zurück. Vorsichtig. Ja, ich wollte gerade sagen, wir dürfen ja anhaben. Ich bin ja im Dienst. Ich packe. Oh, da kommt. Vorsicht! Danke. Oh, Alter, was war das denn? Der ist doch in mich reingefahren, Alter. Wieso kostet mich das denn 500? Hä, ich war auf meiner Seite. Oh Gott, anstrengender Arbeitstag. Reicht jetzt auch. Ab ins Bett. Ah. Ja, gut. Mörder? Was? Ja, aber kostet nur 500. Oh, was ist hier? Essen, es wird zu viel Essen produziert. Okay, alles klar. Weiß zwar nicht, warum mich das so interessieren sollte. The following products are not allowed. Food. Ach, niemand darf Essen importieren. Okay, da gucken wir doch mal. Ich habe jetzt hier meine neue Axt. Kommt ran, kommen Sie ran. Oh. Das sieht aus wie eine Essenslieferung, Mister. Zeigen Sie mir mal Ihre Dokumente jetzt hier mit Ihrer Lieferung. Was haben Sie da? Toiletten, Gas. Ja, okay. Ja, was haben wir denn hier? Zement. Ah, guck mal, jetzt können wir hier alles so scannen und abhaken. Ist das geil. Zack, der ganze Zement. Ja, okay, wir haben Petrobälle, Toilette, Refrigerator, Gas, Zement. Ja, das wird schon alles stimmen. Komm, es ist ja das Einzige, was restricted ist, ist Essen. Hau rein, komm rein bei uns. Hauptsache, du hast halt kein Essen oder sowas. Bam, nächster. So, kommen Sie bitte. Einmal, ja, ganz vorsichtig. Jawohl, auch alles richtig. Oh, der könnte Essen dabei haben. Geben Sie mir erstmal Ihre Dokumente. Was haben Sie denn alles geladen? Apple? Ja, das ist verboten, das ist Essen. So, hier, die müssen geunpackt. Ja, weil ich muss ja hier nach hinten. Ja, weil das sind ja verbotene Sachen. Das Essen. Das ist verboten. Was haben wir hier? Auch Äpfel. Ah, dafür brauche ich die Axt. Bam. Aha, Äpfel. Was ist das? Ja, das kann ruhig... Keine Ahnung, was das sein soll. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Radioaktiv ist auch Hauptsache kein Essen. So, dementsprechend. Ja, pack mal alles wieder. Return Cargo. Cargo List. Ja, Cargo Daily. Hier. Das. Ansonsten ist alles gut, aber ich darf den nicht reinlassen. So, komm. Weg mit dir. Nächster. Guck mal, Alter, das läuft doch gut. Nächster, bitte. Hallo. Oh. Sag mal, du hast auch deinen Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Was machst du denn da? Hallo, soll ich schieben? So, der will mich doch verarschen. Hallo, du sollst zufahren. Nee, hallo, ich red mit... Ja, sag mal, ich red mit... Kann ich dem sagen, dass er den mal wegpacken soll? Nee. Aber nun gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit einer kleinen Runde vom Autoschmuggler-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wie gesagt, das ist noch eine Demo. Die Vollversion kommt erst noch raus, deswegen gibt es hier ja auch noch solche Bugs. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal verlinkt. Schaut gerne in die Videobeschreibung für Donnerwetter am Mount Schmeverest oder die Donnerwetter-Box. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein, danke fürs Zusehen, Leute. Ciao, ciao.